Ich bin der Lire, 18 Jahre alt und komme aus Bochum. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und habe jetzt eine Ausbildung bei meinem Vater angefangen zum Kaufmann für Büromanagement. Ja, dieses Jahr gehe ich nochmal bei der ADAC Formel 4 an den Start, nur mit einem neuen Rennteam, und zwar für das Charus Racing System. Das ist jetzt neu in die Formel 4 Welt gekommen, sage ich mal. Und ich glaube, durch den Weg Formel 4, Formel 3 und Formel 2 kann ich meinen Traum vielleicht in die Formel 1 doch noch verwirklichen mit dem neuen Team. Ja, also da es jetzt mein drittes Jahr in der Formel 4 ist, muss natürlich definitiv der Sieg der Meisterschaft her. Und dafür werde ich natürlich dieses Jahr auch alles geben. Ja, also ich kenne die Speed Academy jetzt schon von 2017. Und die Speed Academy hat mir gezeigt, dass es nicht nur aufs Rennfahren an sich ankommt, sondern auch ein Rennfahrer einfach kompletter, sage ich mal, sein muss. Ja, über den Winter ist es natürlich schwer, auf der Strecke zu fahren. Da halte ich mich mit Fußball, Taekwondo und Fitnessstudio halte ich mich da fit, zumindest körperlich. Und wenn es dann darum geht, auch so mein fahrerisches Können weiterzuentwickeln, ist da, denke ich mal, ein Simulator das Beste für den Übergang. Ansonsten kann man sich über den Winter tatsächlich nur körperlich fit halten. Anfangs war alles noch so ziemlich hobbymäßig, also wie jeder andere auch Leihkart gefahren, mal ab und zu Outdoor, und so fing das dann an, das erste Rennen. Und bin dann 4 Jahre lang Kart gefahren. Über die Jahre ist das eigentlich so von Hobby zum professionellen Motorsport, sag ich mal, geworden. Und man steigert sich da dann jedes Jahr immer mehr rein mit höheren Klassen, mit mehr Siegeswillen. Man möchte auch mehr erreichen. Und wenn man dann den Schritt in die Formel 4 oder generell in den Formelsport macht, dann ist das eigentlich ein Zeichen, denke ich mal, wo man dann wirklich zeigen will, jetzt soll es auch in diesem Bereich, also im Motorsport, dann auch wirklich weitergehen.